Neumann, Herr Konrad, meine Damen und Herren Abgeordnete des Schleswig-Holsteinischen Landtages und des Deutschen Bundestages, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Tat, dieser weitere Abschnitt, den wir heute mit einem Spatenstich beginnen wollen, ist in der Tat ein weiterer wichtiger Abschnitt für die A21, das große Projekt der Umwandlung der B404 in diesem Streckenverlauf zur A21, ein Langzeitprojekt, das mit diesem Abschnitt nochmal seiner Vollendung näher kommt. Ich glaube, dass wir alle erleben können, wenn wir auf dieser großen Magistrale östlich in Schleswig-Holstein, Nord-Süd unterwegs sind, wie die bisherigen Abschnitte, die verbessert und verbreitert worden sind, den Verkehrsfluss in der Tat verbessert haben. Und darum geht es, dass wir in der Tat die Anbindung der Landeshauptstadt, des Hafens dort verbessern. Für diejenigen von uns, die regelmäßig allerdings in einer anderen Richtung unterwegs sind, Richtung Berlin, geht es auch darum, endlich mal sicherzustellen, dass man nicht länger von Schwarzenbeck nach Kiel braucht, als von Schwarzenbeck nach Berlin. Auch das ist ein wichtiges Ziel. Insofern haben wir alle so unsere Ziele, was den Verlauf der A21 anbelangt. Aber in der Tat ein sehr wichtiges Projekt für das, was wir vorhaben hier in Schleswig-Holstein, um die Verkehrsinfrastruktur und damit die Voraussetzung für Wohlstand und Wachstum in Schleswig-Holstein zu verbessern.